Meine Damen und Herren, er konzertiert am 2. und 3. August in Österreich, und zwar in Graz und Ansfelden. Ich will mir das nicht entgehen lassen. Ich gehe vielleicht auch hin. Ja. Ja, weil er ist ein begnadeter Songschreiber und ein noch begnadeterer Interpret. Zu uns kommt jetzt der großartige Mark Forster. Beste! Platz zu nehmen. Dankeschön. Vielen Dank. Lieber Marc, darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, sehr gerne. Ein Wein oder ein Wasser oder ein Bierlein? Ja, gerne ein Bierlein. Ja. Bierlein? Haben wir noch ein Bierlein für Forster? Okay, Sie laufen fürs Bierlein. Ah, ja. Du bist oft in Wien, habe ich gehört, weil stimmt es, dass dein bester Freund in Wien lebt? Ja, tatsächlich. Ich bin öfter hier und besuche den. Wirklich einer meiner aller ältesten Freunde. Ist der auch Musiker? Hier. Oder? Nee, der ist Schauspieler. Oh, kann man sagen, wer es ist? Ja, Daniel Wagner. Daniel Wagner? Ja. Wo spielt der? Ich weiß nicht. Er behauptet immer, er ist Schauspieler. Keine Ahnung. Daniel, das heißt, Wagner. Du kennst ihn nicht so gut. Auf die Kanzlerin. Ja, auf die Kanzlerin. Ja. Auf die Kanzlerin. Hast du eigentlich was von den innenpolitischen Verhältnissen in Österreich, in Deutschland mitbekommen? Stichwort Ibiza? Nee, kriegt man eigentlich nichts mit. Echt nicht? Was war los? Lacht man in Deutschland über uns? Nein. Das sag ehrlich. Nee, nicht mehr. Wieso denn? Also, weil, also was? Ja, wenn zwei so schlecht gekleidete Besoffene in Ibiza in einem Video auftauchen, wo ganz Österreich verhökert wird. Ja, aber das kennen die Deutschen von RTL 2 ständig. Ich war noch nie auf Ibiza, leider. Wirklich noch nie? Aber scheint geil zu sein. Warst du noch nie auf Ibiza? Ich war noch nie auf Ibiza. Hast du schon mal eine vermeintlich reiche Russin kennengelernt? Auch das leider noch nicht. Ich habe nur arme Russinnen bis jetzt kennengelernt. Wirklich? Oh, den du geholfen hast. Wie ist eigentlich der Publikum bei Mark Forster Konzerten? Was ist der Publikumschnitt eigentlich? Ist das total gemischt von 8 bis 80? Ich glaube, ja, es ist ziemlich gemischt mittlerweile. Ja, ja, und das, wie viele Leute kommen da im Schnitt in Deutschland zu deinen Konzerten? Das sind mittlerweile Zehntausende, nehme ich an. Wir haben Anfang des Jahres die größte Tour gespielt, die wir je gespielt haben. Und wir sind mit 18 LKWs voll mit Zeugs losgefahren. Na. Lady Gaga hatte 14 LKWs. Ach, echt jetzt? Wirklich? Ja. Aber was für Zeug? Was ist denn da drin immer? Ich frage mich immer, aber was ist in diesen riesigen Sattelschleppern drin? Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe dich noch nie live im Konzert gesehen. Ich dachte, Mark Forster ist eher ein Typ, der durch seine Stimme begeistert und durch seine Performance. Bei mir ist im Prinzip wie Helene Fischer, nur ohne Sexiness. Also, nein, aber das stimmt nicht. Ist das erotisch für dich, dort stehen und angeglotzt zu werden von, ich schätze mal so im Schnitt, wahrscheinlich 900.000 Menschen, die da im Stadion sind? Ist das für dich, hat das ein erotisches Moment? Weil die Künstler, die nachher kommen, von denen weiß man, dass sie, wenn sie auftreten, die sehr machen schnelle Erektionen bekommen. Dauernd ja. Erregiert sind. Kennst du das? Aber das ist eine Frage. Wir kennen es beide nicht, oder ist es zu privat? Ja, die Frage ist zu peinlich eigentlich. Wieso? Ich dachte, deswegen habt ihr hier so einen Tisch stehen. Damit man unsere nicht sieht. Ja. Ja. Aber also, um meine erste Frage zu stellen, dich gibt es ja im Pop-Business noch gar nicht so wahnsinnig lange. Das ist ja eine überschaubare Zeit. Das ist jetzt 6, 7 Jahre oder so. Er ist ja auch jung, du bist 35 jetzt. Das ist ja wie eine Rakete losgegangen. Hat das in dir was verändert? Du wirkst sehr bodenständig, du wirkst wahnsinnig sympathisch. Oder gibt es arrogante Seiten an dir, die du hier natürlich nicht zeigst? Nee, das versuche ich mit ganz vielen Mentaltrainern zu vermeiden, arrogant rüberzukommen. Aber das ist natürlich, was gerade nicht funktioniert hat, wa? Nein, keine Ahnung. Ist es verhältnismäßig schnell gegangen, ne? Aber ist es so leicht? Es ist nicht so leicht, ne? Natürlich, ich gebe mir immer die größte Mühe bei allem, was ich tue. Aber ich weiß natürlich, dass es ein großes Privileg ist, so erfolgreich sein zu dürfen. Und das, aber wieso kommt das? Du kommst aus einem Kaff in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern, was selbst schon ein Kaff ist. Wenn man sagt, das ist in der Nähe von Kaiserslautern, heißt das, das ist wirklich gar nichts mehr. Nee, das ist quasi der Osten des Westens in Deutschland. Genau. Ja. Und was warst du, bevor du Popstar warst? Ich war, hab bei eurem Freund Kurt Krömer lange Klavier gespielt im Hintergrund. Kurt Krömer? Die internationale Show? Wie geht's eigentlich Kurt Krömer? Was macht er jetzt?
Ich glaube ganz gut. Ich habe mit ihm leider nicht Kontakt so abgerissen. Ja, also er hat ihn abgebrochen, nachdem ich erfolgreicher geworden bin als er. Im Ernst? War wieder zu arrogant, ich weiß. Wieder ein Fall für den Mentaltrainer. Ja, auf die Kanzlerin. Auf die Kanzlerin. Kommt immer gut. Auf die Kanzlerin. Cheers. Cheers, müssen wir zuprosten. Ich habe kein Bier, darum. Ja, aber trotzdem, du bist in diesem Dorf. Ja. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du als Kind dir gedacht hast, du möchtest irgendwann mal einen Song schreiben, der Chöre heißt. Und da willst du mit Chören arbeiten. Dann bist du in diesem Kaff halt in Rheinland-Pfalz, im Nirgendwo. Und dann wirst du älter, gehst nach Berlin und machst genau das. Also ich komme wirklich aus, also das, da wohnen 4000 Leute in dem Dorf, wo ich herkomme. Da gibt's gar nichts. Ich habe meine komplette Jugend damit verbracht, alleine über Feldwege Fahrrad zu fahren und mir Zeugs zu überlegen. Zu besorgen? Also, nein. Und ich habe so einfach über Sachen nachgedacht und habe mir so Sachen vorgestellt, die total geil wären, wenn sie passieren würden. Und hätte mir aber nie vorstellen können, dass das tatsächlich irgendwann passiert. Und das Verrückte ist, super viel von den Sachen, die ich mir gewünscht habe und die ich mir vorgestellt habe, sind dann passiert. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein optimistisches, zuversichtliches Kärchen, weil ich glaube, wenn man wirklich an etwas glaubt und wenn man sich was vorstellen kann, dann kann das auch passieren. Das glaube ich nicht. Aber es gibt viele Leute, die sich was vorstellen und es machen wollen und dann gelingt es nicht. Mark Forster spricht von großen Dingen und da hat er völlig recht. Ich halte das für eine große Fertigkeit und Kunst, einen kommerziell erfolgreichen Popsong zu schreiben, der einem nicht auf die Nerven geht. Ja. Das ist ja eine hohe Kunst. Wie gehst du da ran? Welche Musik geht dir zum Beispiel auf die Nerven in der Hitparade? Na, kommerzielle Popmusik? Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, die Musik, die man dann später macht, irgendwie, das weiß die Band wahrscheinlich auch, hat schon viel damit zu tun, mit welcher Musik man aufgewachsen ist. Ne? Und im Plattenschrank von meinen Eltern war einfach Popmusik. Beatles, Stones, Queen. Ich habe einfach so Pop in meinem Ohr. Also ich versuche jetzt nicht irgendwas zu schreiben, was jetzt irgendwie ein Ohrwurm ist oder so. Das geht meistens nach hinten los. Ich beschreibe, was bei mir los ist, auf die Art und Weise, die ich irgendwie gut finde. Du meinst, alle Lieder sind autobiografisch? Ja. Was bei mir die Krücken sind, sind bei dir die Kappen. Ja. Das Markenzeichen. War das klar, dass du diese Kappe behalten wirst als Markenzeichen? Nee, Brille war mir relativ schnell klar, als ich... Weil du kurzsichtig bist. Ja, und ist die Kappe, weil du dein Haarwuchs... Okay, die werde ich jetzt wahrscheinlich als Markenzeichen behalten. Hast du jemals die Kappe abgenommen im Fernsehen? Noch nie. Und wenn man sie dir runterreißen würde, wärst du sehr erbost. Dann wär ich ein bisschen böse. Ja. Aber was ist da drunter denn? Niki Lauda hat hier in der Sendung mal die Kappe abgenommen. Ja, kann er jetzt nicht mehr. Das kann er jetzt? Ja. Hat. Nein, 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 gesagt, nein, wir müssen jetzt Pietät. Nein, Pietät. Machen. Ich wollte nur, ja, ja. Deine Kappe zu Werbezwecken zu missbrauchen, würde dir nicht in den Sinn kommen. Ich hatte anfangs, als ich nicht drüber nachgedacht habe, hatte ich immer Kappen auf mit unterschiedlichen Aufdrucken. Und mittlerweile bin ich ja, sagen wir mal, Klamotten- und kappenmäßig bin ich zu so einem Steve Jobs mutiert. Ich habe immer dasselbe an, ja, und immer dieselben Kappen ohne Aufdruck. Das ist auch, glaube ich, Teil des Erfolgsgeheimnisses, abseits deines Talents. Natürlich, man kann dich in 2 Sekunden zeichnen. Ja. Oder? Kappe, ich nicht, Brille, aber Mann, ja. Sympathisches Gesicht, Bart, ja. Das ist Mark Forster. Das ist so, ja. Ja, ich glaub, ja, stimmt. Kannst du eigentlich Polnisch? Ja, du auch. Wirklich? Jak cię dobrze, aber źle. Bardzo dobrze mi. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Jak to bicie? Na zdrówko! Ja. Auf die Kanzlerin. Kennt man dich in Polen eigentlich nach? Nee. Bist du mal in Polen aufgetreten? Weil nee, ich habe einmal in einer Fernsehsendung bei Sing Meinen Song habe ich ein polnisches Weihnachtslied gesungen. Wirklich? In der Weihnachtsedition. Und ich habe sehr, 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 sehr viel Liebe aus Polen dafür bekommen. Aber sicher ein trauriges, schönes Weihnachtslied, oder? Das ist das Schlaflied von Maria für das kleine Jesusbaby. Auf Polnisch? Kannst du es kurz ansingen? Lulajże Jesuniu. Das ist witzig, jetzt ein Weihnachtslied zu singen bei 35 Grad. Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione. Hat sich aber nicht durchgesetzt als Weihnachtslied. Doch, ist ja wunderschön. Ich fand das sehr schön. Ja, schön. Sehr schön. Du hast es angesprochen, Sing meinen Song und du bist in der Jury von Voice Kids und Voice of Germany, stimmt das? Bei beiden Sendungen. Ja, sogar bei Voice Senior.
Was ist Senior? Voice ist das, Senior? Da müssen Greise singen jetzt. Ja, genau, das sind Talente ab 60. Wirklich? Das gibt es jetzt auch schon? Ja, das gibt's auch. In Österreich wäre das aber gefährlich, wenn du 80-Jährige singen lässt, was sie wollen. Teilweise. Na, könnte gefährlich sein, Entschuldigung, bitte, aber bitte, wissen wir doch alle. Wenn die dann ihr Liederbuch zicken, ja, da habe ich schon ein paar Lieder. Das wird dann rausgeschnitten, oder? Nein, hör auf. Oder nur in Ostdeutschland gesendet. Hör doch auf. Na, Entschuldigung. Darf ich noch mal fragen? Kann doch sein, weiß man doch nicht. Macht das Spaß, die Fernseharbeit? Ja, macht großen Spaß. Das ist so ein bisschen wie mein Bürojob. Ich freue mich immer, wenn im Terminkalender steht, The Voice of Germany oder so, dann weiß ich genau, wo die Kaffeemaschine steht. Da ist immer alles gleich, außer die Talente. Aber ja. Ist das nicht bei den Kids zum Beispiel, Voice of Germany Kids oder wie das heißt, total nervig? The Voice Kids. Total nervig, wenn du dann einen 11-Jährigen da hast, der besser singt als du? Ja, weil die singen ja wahnsinnig gut oft. Ja, ne? Das ist unglaublich. Wenn man ganz ehrlich ist, die meisten singen ja, ja besser als... Ja, es kommt ja nicht drauf an, wie gut man singt. Sondern wie gut man aussieht. Ja, ja. Das ist total krass, so, wirklich so, so super motivierte und super talentierte Kids zu sehen, die total Lust haben auf Musik machen und dann, ja, dann spiegelt man sich auch selber. Aber sind die Eltern da im Hintergrund? Ich muss sagen, mir geht das ein bisschen auf die Nerven. Diese ewig singenden Kinder und jungen Menschen im Fernsehen. Man hat das Gefühl, dass jeder schon mal von Whitney Houston ein Lied gesungen hat. Sie können es wahnsinnig gut. Ich denke dann immer an die Untalentierten, an die Vergessenen. Ja. Ja, die nichts können. Ja, wo sind die im Fernsehen? Die stottern oder so, ja, zum Beispiel. Ja, ja, im Ernst. Ja. Die sind beim ORF, ne? Ja. Entschuldige, dass ich lachen muss, aber ja. Siehst du? Weil wir öffentlich-rechtlich sind. Ich darf noch mal sagen, dass Mark Forster, man muss es eigentlich gar nicht sagen, was eh wahrscheinlich längst ausverkauft ist, 2. 3. August in Österreich konzertieren. Ja. Open-Air-Konzerte in Graz und Ansfeld. Ganz eine Frage nur noch ganz kurz, weil ich habe das gehört auch, dass wenn ihr auftretet, egal in welcher Stadt das ist, dass ihr, die ihr auftretet, vorher, um euch einzugrooven auf die Stadt, in der ihr auftretet, dass jeder gezwungen wird, einen kurzen Vortrag zu halten über die Stadt. Ist das wirklich so? Es wird immer einer ausgesucht aus der Band, der ein kurzes Referat vorbereiten muss über die Stadt, wo wir... Über Ansfelden?